Aloha, lieber Widder. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wenn auch dich interessiert, wie denn der Monat Juni für dich so wird, dann bleib doch jetzt einfach dran. Bis gleich. Yes, hello my lovelies. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Schön, dass du hier vielleicht auch zum ersten Mal auf meinem Kanal Magical Skills bei Caro Tarot geführt wurdest. Das ist auf jeden Fall schicksalshaft geführt, da es hier dann scheinbar ein paar wichtige Botschaften für dich gibt, die ich auch dir überbringen soll. Ja, lieber Witter, vielen Dank für die vielen Aufrufzahlen meiner letzten Monatslegung. Hat mich sehr gefreut. Und ich möchte gerne jetzt für dich in den Juni schauen und ich begrüße dich hier recht herzlich zu deinem Monatsvideo für den Juni. Du kannst dieses Video auch gut sehen, wenn du den Widder im Mond, Venus oder Aszendent hast und selbstverständlich auch, wenn du auf einen Widder als Crosswatcher schaust. Ja, wie du siehst, habe ich hier auch schon vier Kartendecks vorbereitet. Wenn es dich interessiert, mit welchen Kartendecks ich hier heute lege, dann findest du die genaue Beschreibung in der Infobox. So auch weitere Informationen über meinen Kanal. Die Infobox wiederum findest du da, wo der Videotitel steht. Da gibt es so ein kleines Wörtchen, das heißt mehr. Und wenn du da draufklickst, gerätst du eben da rein. Falls du meinen Kanal noch nicht kostenlos abonniert hast, dann kannst du dies unter anderem hier oben rechts im Eck tun. Und wenn du da dann noch auf die Glocke aktivieren gehst, so wirst du auch über jedes neue Video, welches ich hochlade, informiert. So, lieber Widder, ich bitte den Spirit hier um Anwesenheit und ich bitte um ein klares, deutliches Reading, als auch um Anwesenheit meiner lichtvollen Guides. Vielen lieben Dank. Bis gleich. Ja, lieber Widder, willkommen zurück. Wie du siehst, habe ich jetzt hier schon dein großes Blatt ausgebreitet. Sehr, sehr interessant, was da bei dir so los ist. Und jetzt möchte ich ganz gerne mit ein paar neuen Orakelkarten, und zwar, das ist so ein schönes Deck, das heißt Woodlands Warden von der Jessica Rooks. Und da möchte ich jetzt ganz gerne noch eine Karte für dich springen lassen. Hier ist immer ein Tier als auch eine Pflanze abgebildet, die dir eben auch eine Botschaft überbringen soll. Für den Widder im Juni, welche Botschaft möchte sich hier zeigen? Um was geht es hier? Wow, wir haben The Moth and Eucalyptus. An Ending. Irgendetwas ist geendet, wird noch enden. Wir schauen es uns genauer an und vor allem gucken wir jetzt mal noch, was die Karten der Liebe dazu sagen. Die Karten der Liebe sind von Chuck Spezzano und wir gucken jetzt rein. Was zeigt sich für den Widder in Sachen Liebe? Und da haben wir es ja auch schon. Und wir haben die Keckheit, die hatten wir auch schon. Und zwar meine ich mich zu erinnern, es war, ich komme nicht drauf, entweder bei Zwilling oder eben auch bei Löwe. Ich bin mir wirklich nicht ganz sicher. Nee, nicht bei Zwilling, es kam bei Wassermann. Genau, vielleicht hast du es mit einem Wassermann auch im Gegenüber zu tun. Das könnte eventuell auch der Fall sein. Jetzt möchte ich aber zunächst einmal, bevor ich auf die Karten eingehe, hier noch auf diese Muschel eingehen. Und zwar hatte ich ja im Dezember Rauhnachtsvideos gemacht für jeden Monat, um einfach die Grundenergie für 2023 festzuhalten. Und im Monat Juni fiel die Karte der Kraft. Und es geht darum, oder von der Botschaft, von der Energiebotschaft her, dass wir in unsere Kräfte und unsere Stärke zurückfinden im Juni. Und des Weiteren habe ich auch immer eine Rune gezogen. Und für den Juni habe ich die Rune Vunjo gezogen. Das ist diese hier. Die Rune Vunjo ist die Rune der Wonne und der Fülle, des Wohlstandes, der neuen Energien, der neuen Ideen, Visionen.
Und also auch insofern eine Rune des Fortschritts. Und du kannst eben auch mit Runen immer gut arbeiten, indem du sie dir, wie hier jetzt in dieser Form, vielleicht einfach irgendwo hinlegst, wo du arbeitest, oder du kannst es auch per Zettelform an deinem Körper tragen oder dir auch irgendwie aufs Handgelenk schreiben. Was ich auch manchmal mache, ist Runen auf den Spiegel zu schreiben. Und da haben die halt einfach ihre oder können die ihre durchschlagende Kraft eben auch entfalten. Und so auch in diesem Fall, also für uns alle wird diese Rune hier energetisch eine große Rolle spielen im Juni. Und das reicht schon, wenn man sie einfach hier hinstellt, da sie eben da auch schon ihre volle Kapazität entfaltet. Ja, lieber Widder. Also. Diese Karte beschreibt hier einmal eine Motte und wir haben den Eukalyptus. Des Weiteren ist das hier die 13 und die bedeutet im Tarot eben auch immer den Tod. Und auch die Motte ist ein Tier, die den Tod als auch einen Neubeginn sozusagen als Botschaft in sich trägt. Und das ist eben auch hier eine Botschaft dieser Karte, wie ja hier auch schon steht, ein Ending. Und der Eukalyptus steht eben auch für Schutz und der steht dafür, dass du jetzt auch die richtigen Impulse und Ideen für dein Leben bekommst, um eben das, was jetzt auf dich zukommt, optimal für dich zu nutzen. Und wie immer behält diese Karte auch zwei Fragen in sich. Und die erste Frage lautet, ich rede deswegen so ein bisschen merkwürdig, weil ich hier gerade einen englischen Text in Deutsch übersetze. Was kannst du tun, um Veränderungen in deinem Leben noch einfacher zu akzeptieren, beziehungsweise besser damit umzugehen? Und die zweite Frage lautet, welche Tools oder welche Skills, also welche Fähigkeiten oder Fertigkeiten hast du denn, um dich selbst sicher zu fühlen und eben auch eine Veränderung in deinem Leben durchzuführen, ja? Die Karten der Liebe spricht hier von der Keckheit und es beschreibt dich als Widder, finde ich sehr, sehr gut. Also, das sind ja oft auch sehr kecke Menschen. Das kann natürlich auch hier für dein Gegenüber stehen. Bitte, lieber Widder, beachte, dass du hier bei einer kollektiven Legung zuschaust. Das kann also sein, dass diese mit dir resoniert. Kann aber auch sein, dass überhaupt gar nichts für dich zutrifft. Und ich empfehle dir auch immer, schau dir auch nochmal die Monatslegungen deines Aszendent-, Mond- oder Venuszeichen hier auf meinem Kanal an. So hast du nämlich einen möglichst guten Rundumblick auf den kommenden Monat. Und ja, für dich spielt auf jeden Fall hier die Rolle, dass hier jemand auch recht frech und ja, so ein bisschen vorwitzig hier auch auf dich zukommen wird. Und es kannst natürlich aber auch, wie gesagt, du selbst sein. Des Weiteren haben wir hier im weiteren Outcome einmal den Fuchs und wir haben hier Judgment. Also das sagt mir auch hier wieder, dass du auf jeden Fall eine Lösung finden wirst, beziehungsweise ja, dass du, dass hier ein Urteil vielleicht auch gestreckt wird. Also das kann auch gut sein, dass du es hier auch mit behördlichen Dingen zu tun hast, dass du vielleicht auch wirklich irgendwie vor Gericht bist oder irgendwelche Vertragsverhandlungen im Juni führen wirst, wo du eben super vorsichtig warst. Und hier kann es auch um Falschheit gegangen sein. Ja, es kann auch sein, dass du deine jetzige Lebenssituation als falsch erachtest. Das kann auch nur einen Lebensbereich bei dir betreffen. Okay, sehr, sehr interessant. Wir gucken da jetzt mal ein bisschen genauer rein. Und was ich noch vergessen habe, dir hier aus diesen wunderschönen Karten hier mitzuteilen, ist, dass auch die Nacht für dich einen wichtigen Aspekt in sich trägt in den nächsten 4 bis 6 Wochen. Also achte auch unbedingt auf deine Träume. Und es ist auch so, dass es auch sein kann, dass du Motten in den nächsten 4 bis 6 Wochen sehen wirst. Und dann schau auch mal, in welchem Zusammenhang und vielleicht auch, was du da gerade tust, wenn du eine Motte siehst. Ich weiß, das ist special. Oder auch, was du gerade gedacht hast. Und des Weiteren ist hier auch angegeben, dass du Eukalyptus entweder sehr, sehr magst.
Vielleicht bist du jemand, der gerne Eukalyptusbonbons zu sich nimmt oder Tee trinkt oder so. Also diese Pflanze kann dir auf jeden Fall in den nächsten 4 bis 6 Wochen auch hilfreich sein. Auch hier diese Beendigung, was auch immer das hier für dich sein wird oder auch schon gewesen ist in der Vergangenheit, das besser zu integrieren in deinem Leben, ne? Weil die Fragestellung war ja auch unter anderem, wie du es eben auch schaffst, besser mit Veränderungen umzugehen, ja? Mega krass. Okay, jetzt verstehe ich auch ein bisschen aus einer anderen Sicht hier nochmal das große Blatt. Und zwar beginnt dieser Monat für dich eigentlich ganz, ganz wundervoll, weil wir haben hier den Reiter, wir haben die Lilien und wir haben die Liebenden. Und das zeigt mir eben, dass du eine sehr, sehr harmonische Zeit jetzt vor dir haben wirst, ja. Und es kann auch gut sein, dass du so schon in den Juni hinein startest. Das, möglicherweise hast du gerade Urlaub Anfang Juni oder du kommst von einer Reise zurück. Das kann auch einfach ein Wochenendtrip gewesen sein oder dass du vielleicht mit irgendjemandem einen schönen Ausflug gemacht hast. Auch das ist hier sehr, sehr gut möglich. Und scheinbar hast du den auch mit jemandem gemacht, den du sehr, sehr liebst. Das kann auch übrigens ein Tier sein, ja. Also falls du zum Beispiel wirklich ein Pferd besitzt, dann machst du einen wunderschönen Ausritt. Oder falls du, was weiß ich, einen Hund hast, dann machst du einen super tollen Waldspaziergang. Auch das kann sein, wenn du Single bist. Und wenn du aber verpartnert bist, meine Liebe oder mein Lieber, dann geht es hier auch auf jeden Fall um um dein Gegenüber hier, mit dem du eben diesen Ausflug eben machst. Und ich sehe hier auch, dass ihr beide sehr, sehr stark miteinander verbunden seid und dass ihr euch auch in diesem Monat noch näher kommen werdet, als ihr vielleicht es jemals zuvor wart, ja. Des Weiteren, da das eine Kollektivlegung ist, nenne ich jetzt hier auch noch mehrere Beispiele, also noch einen weiteren sozusagen. Und hier nehme ich wahr, dass es hier um eine ganz große Liebe geht. Lieber Widder, du wirst also ganz genau wissen, welchen Mensch ich hier gerade anspreche. Es kann übrigens auch sein, dass du mit dieser Person arbeitest und oder dass du mit diesem Mensch vielleicht auch ein Unternehmen führst oder so. Auch das ist hier definitiv auch möglich, ja. Und hier gab es eine sehr, sehr lange Zeit Unklarheiten zwischen euch. Und ich nehme hier auch wahr, dass hier auch viel destruktive Verhaltensmuster gelebt wurden innerhalb dieser Beziehung. Das kann auch sein, dass diese Beziehung sehr, sehr schwierig war oder vielleicht auch von Süchten geprägt war, dass vielleicht einer von euch beiden in irgendeiner Sucht war oder auch ihr beide. Es kann hier auch um Liebessucht gehen, also um jegliche Süchte, ja. Und ich sehe halt hier auch, dass das hier dein Gegenüber höchstwahrscheinlich ein Wasserzeichen war oder ist, ja, also Krebs, Skorpion oder Fische, Mann oder Frau. Und ja, dieser Mensch, also ihr habt euch sozusagen getrennt, wenn du jetzt Single bist und es kann hier sozusagen um eine On-Off-Phase gehen bei euch. Oder eben auch um einen Ex, den du eben auch schon längere Zeit, mit dem du keinen Kontakt mehr hast oder immer mal wieder nur sporadisch. Und hier ist es so, dass dieser Mensch an sich gearbeitet hat und auch an seinen Süchten. Gegebenenfalls bist auch du diese Person eben, die an sich gearbeitet hat und irgendwelche Süchte losgelassen hat. Jedenfalls sehe ich hier ganz stark, dass hier einer von beiden hier wieder voll und ganz in seine Kraft und in seine Stärke kommt. Das, was ich hier auch schon anfänglich zu den Rauhnachtsvideos 6 gesagt habe, ich verlinke das auch gerne mal in der Infobox, schaust dir auch gerne mal an oder lest dir mal in der Community meinen Beitrag dann für die Juni-Energien durch. Da findest du eben die Zusammenfassung dieses Videos sozusagen. Und da ging es ja auch darum, ne, dass du eben voll in deine Stärke und in deine Kraft zurückfindest. Und vielleicht warst du da ja auch nicht drin, weil du irgendwelchen Süchten nachgegangen bist. Vielleicht hast du auch eine total ungesunde Work-Life-Balance gehabt, ja. Weil viele Widder sind ja auch wirklich schon eine halbe Workaholics, ja. Und wenn du dich da wieder siehst, dann ist es dir vielleicht auch bewusst geworden, dass du der Liebe auch einfach mehr Freiraum geben solltest in deinem Leben oder dass es eben auch noch andere wichtige Aspekte in deinem Leben gibt, außer den dieser Sucht oder was dich hier auch immer runterzieht. Ja, weil der Teufel steht ja auch einfach für komplette Destruktivität und auch für einen Energieverlust, der sich hier eben auch anzeigt.
Und wir haben jetzt da noch den Ritter der Kelche und der steht eben auch immer dafür, dass hier jemand mit einer sehr romantischen Haltung oder auch mit viel Gefühl hier wieder erneut auf dich zukommen wird, beziehungsweise du hier eine Botschaft bekommst oder ein Signal von einem Menschen, der hier vielleicht für dich an sich gearbeitet hat oder der auch erkannt hat, dass du dich extrem weiterentwickelt hast. Es ist auch möglich, dass dich hier jemand verlassen hat, weil dieser Mensch einfach dachte, irgendwo ist das Gras grüner oder er findet auf jeden Fall noch was Besseres. Ne? Es gibt ja leider in dieser Gesellschaft sehr viele Menschen, die diesen Glaubenssatz in sich tragen und deswegen halt jede wirklich gute Beziehung auch zerstören, weil man immer das Gefühl hat, man findet noch etwas Besseres, ja. Und hier gab es auch viel Kummer, Leid und Sorgen auch in hinsichtlich dieses Gegenübers. Also wenn du jetzt als Frau zusiehst, geht es hier um einen Mann. Und wenn du als Mann zusiehst, geht es hier um eine Frau, worüber du eben viele schlaflose Nächte hattest. Wie gesagt, Kummer, Liebeskummer, Sorgen. Und ich nehme aber auch hier wahr, dass hier auch gelästert wurde über jemand anderen, dass man hier schlecht über jemand geredet hat, ja. Vielleicht wurde hier auch von außen auf dich oder auf dein Gegenüber eingewirkt, im negativen Sinne, dass hier eben schlechte Dinge über dich erzählt wurden, Unwahrheiten hier erzählt wurden, Lügen, Betrug, also auch dafür steht ja auch der Fuchs, ja. Und hier ist es aber so, also wir haben hier halt ein Pärchen, wir haben hier die Herrscherin und wir haben den Herrscher und ich sehe das. Das ist eine Storyline sozusagen in dem kompletten Juni für dich. Und interessanterweise ist auch wie bei jedem anderen Sternzeichen bisher das Rad des Schicksals gefallen und 9 der Münzen. Was mir eben auch verrät, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du gerade Single bist, wenn du jetzt hier zu diesem Video geführt wurdest, recht hoch ist. Ja? Und du bist auch gar nicht mal so unglücklich Single, ja. Es könnte auch hier die Möglichkeit bestehen, dass sich dein Gegenüber hier zeigt und er gesagt hat, ich möchte mit dir keine tiefe Verbindung eingehen, lieber bleibe ich Single. Ja, weil hier vielleicht jemand auch das Gefühl hat, man hat einfach noch ein paar gute Jahre vor sich und man möchte sich hier halt einfach nicht festbinden. Ja? Und hier hält aber jemand an dir fest. Also mit 4 der Münzen möchte hier jemand aus der Vergangenheit dir oder euch nochmal eine Chance geben und das eben mit sehr, sehr viel Gefühl, weil dieser Mensch hat in deiner Abwesenheit eben für sich erkannt oder erfahren, dass er unfassbar viele Gefühle hat, ja. Es kann ja echt, wie gesagt, ein König der Kelche gewesen sein oder auch immer noch die Person sein. Könige der Kelche können sehr, sehr tief lieben, aber sie brauchen halt öfter länger als andere Sternzeichen, um sich eben auch ihren Gefühlen bewusst zu werden, ja. Aber es kann natürlich auch dein Emotions- oder Gefühlsleben hier damit angezeigt werden, in welches du findest aufgrund der Abwesenheit dieses Menschen. Und ich nehme hier auch wahr mit dem Schiff und mit dem Storch, dass es auch sein kann, dass ihr voneinander getrennt wart aufgrund von einer äußeren Distanz. Also dass zum Beispiel jemand arbeitstechnisch ins Ausland musste oder dass da halt jemand prinzipiell arbeitet. Vielleicht schaust du ja auch hier auf einen Saisonarbeiter, der irgendwie ein halbes Jahr an dem Ort ist und dann wieder ein halbes Jahr dort. Und hier ist eben auch eine größere Distanz zwischen euch zu überwinden. Das kann natürlich auch im gefühlstechnischen Bereich sein, aber für die meisten wird es schon der Fall sein, dass es hier um eine größere Distanz geht. Im Übrigen, was deine Arbeit angeht, lieber Widder, ist es auch so, dass ich sehe, dass du auch hier größere Distanzen hinter dich bringst. Also vielleicht arbeitest du im Außendienst oder du du pilgerst hier vielleicht wirklich von einem Land ins andere, um auf deine Arbeit zu gelangen. Auch das zeigt sich hier an. Das macht dir aber nichts aus, weil du bist halt wie in jeder Monatslegung mit deiner Arbeit hier auch verheiratet. Du bist total glücklich mit dem, was du halt arbeitstechnisch machst. Das ist ja wirklich auch angezeigt. Und das hatten wir jetzt auch schon die letzten paar Monate jedes Mal gehabt. Das ist ja auch sehr, sehr schön, dass dieser Lebensbereich bei dir so gut läuft, ja. Und wir haben halt hier die männliche Hauptperson liegen.
Das kannst aber auch du sein, ne? Also hier sind diese Karten immer geschlechterneutral zu deuten. Na, jedenfalls nehme ich hier halt schon wahr, dass ein Mann darüber nachdenkt, hier wieder auf dich zuzukommen, um mit dir in den Frieden zu kommen. Also hier geht es um eine Versöhnung, um eine Harmonie. Hier möchte wieder jemand mit dir einen Neuanfang wagen. Und weil hier hat jemand eben ganz, ganz starke Sehnsucht nach dir und ist sich eben, wie gesagt, in dieser Zeit jetzt bewusst geworden, dass jetzt ein Richtungswechsel für diesen Mensch anstehen muss. Also vielleicht war das auch jemand, der immer sehr, sehr gerne Single war. Das war halt voll sein Lifestyle, ne? Das kannst auch du hier sein. Und du hast dich jetzt aber auch entschieden dafür, dass es eigentlich auch schön ist, mit jemandem eine Beziehung zu führen, die eben auch auf Treue, Loyalität und Verbindlichkeit eben auch gründet, ja? Und ich sehe auch, egal, ob du jetzt als Frau oder Mann zusiehst, dass du hier auch starke Transformationsprozesse in den letzten Monaten durchlaufen bist, dass du auch durch Umwege auf jeden Fall in Sachen emotionalen Zugang, alte Glaubenssätze hier eben auch zu dir gefunden hast, aber das hat echt eine ziemlich lange Zeit gedauert und es für manche wieder kann es auch sein, dass du im Juni auch noch in dieser Häutungsphase steckst sozusagen, also dass du jetzt deine alte Haut von früher, deine Vergangenheit hinter dir lässt, dass du dich da häutest, dass die alte Haut ablegst und etwas ganz, ganz Neues beginnt, ne? Also wie auch hier mit der Motte und mit dem Eukalyptus, die ja auch beide von diesem Ending auch sprechen. Und aber jedes Ende ist ja auch immer ein Neuanfang. Wo eine Tür zugeht, öffnet sich eben auch eine neue. Ja? Und auch hier haben wir die Stärke. Also du bist als, vor allem auch als weibliche Person, wenn du hier zusiehst, bist du im Juni voll und ganz in deiner weiblichen Stärke. Du hast auch die Luna-Energie hinter dir liegen. Also du hast auch eine echt krasse Ausstrahlung auch auf das männliche Geschlecht, ja. Du hast halt wirklich, du lebst im Juni die weiblichen Attribute. Du lebst im Juni dein weibliches Prinzip. Und wenn du als Mann zusiehst, wäre es hier vielleicht für dich auch mal ratsam, ein bisschen mehr dieses Weibliche in dir zu entdecken und das eben auch zu leben, ja. Aber ich sehe halt hier, dass dich hier halt ja auch jemand idealisiert, in dem Sinne, dass dieser Mensch auch von sich denkt, dass er eben auch ein Herrscher ist und du bist seine Herrscherin. Es gibt auch keine andere Frau oder auch keinen anderen Mann in seinem oder ihrem Leben, sondern du bist hier für jemanden ideal. Und auch wenn man das vorher eigentlich schon unterbewusst wusste, man hat diesen Gedanken halt einfach oder diese Gefühle auch nicht zugelassen, ja. Und jetzt geht es hier darum, dass du spätestens bis zur dritten Juniwoche hier wieder von diesen Menschen hören wirst, ja. Das kann auch sein, dass du, dass das ein Mensch aus deiner Vergangenheit ist, aber mit dem warst du noch nie zusammen. Das könnte auch hier dein bester Freund sein, deine beste Freundin oder irgendjemand, mit dem du platonisch zu tun hattest, aber irgendwie entwickeln sich jetzt hier durch die ganzen Frühlings- und Sommergefühle halt hier wirklich richtig tiefe Gefühle für jemanden, der dir das auch mitteilen wird, ja. Also hier kommt jemand ganz liebevoll auf dich zu und möchte hier mit dir ein Gespräch führen. Wir haben hier jetzt eben auch den Turm und hier kann es auch gut sein, dass du eine Einladung in der dritten Juniwoche auch ablehnen wirst, ja. Also ich sehe das definitiv, dass du hier irgendetwas ablehnst. Das bist auch du. Das ist nicht dein Gegenüber. Und es ist auch hier angezeigt, dass es hier auch um die Arbeit gehen könnte oder eben auch um andere alltägliche Dinge, jetzt mal außerhalb der Liebe, dass du hier eine Einladung vielleicht auch von einer Behörde erhältst oder eben auch wirklich von einem Gericht, weil du vielleicht auch irgendwie in irgendwelchen Verhandlungen gerade steckst, ne? Auch das ist hier durchaus möglich und da bist du dir halt einfach, du bist dir super unsicher, ob du das absagen sollst oder nicht. Es kann auch sein, dass es hier darum geht, dass du überlegst, dich krank zu schreiben und dir hier voll die Raste machst, weil du vielleicht jemand bist, der in 25 Jahren Arbeit noch nicht einen Tag krank war. Soll ja so Leute geben, das ist ja auch echt toll, ja. Oder dass du halt hier, was weiß ich, dass dir hier irgendetwas Größeres bevorsteht, wo du einfach das auch schon auf dich zukommen siehst oder wo dich eben auch nochmal in deiner Vergangenheit mit etwas konfrontiert, wo hier eben ein Turmoment vorgefallen ist. Also das kann ja auch sein, dass du dich vor Monaten hier vielleicht von jemandem getrennt hast oder
sogar eine Scheidung eingereicht hast und das wird jetzt, dieses Jahr ist jetzt vorüber, dieses Scheidungsjahr. Und jetzt geht es hier eben auch darum, dass man diesen Cut eben jetzt auch komplett vollzieht, ja. Und für manche könnte das hier auch eine richtige Erleichterung sein, dass dieser Schlamassel jetzt hier halt einfach vorüber ist, ja. Und es kann aber auch irgendeine unangenehme Situation bei dir, lieber Widder, im Leben sein oder auch aus deiner Vergangenheit, mit dem du hier nochmal konfrontiert wirst. Und ich nehme das auch so wahr, dass das auch zu einer Vollmondphase im Juni sein wird. Ich kann dir jetzt gerade leider nicht genau sagen, wann diese sein wird, aber bitte bedenke, dass zu Vollmond halt die Energien alle anziehen, egal ob die positiv oder negativ sind. Und ich rate dir hier auf jeden Fall, bevor der Vollmond im Juni ist, hier irgendeine Entscheidung zu treffen oder eben auch dich bewusst darauf vorzubereiten, was hier eben passieren könnte. Kann auch sein, dass dir dein Bauchgefühl, deine Intuition hier etwas schon ankündigt Anfang Juni. Vielleicht wird es auch durch eine Frau angekündigt, in deinem Umfeld. Das könnte auch hier etwas damit zu tun haben. Und diese Befürchtung wird dann tatsächlich auch so eintreffen. Deswegen sage ich ja auch, Leute, passt bitte auf, was ihr denkt und vor allem auch, was ihr euch wünscht, ja. Manche Leute wünschen sich einfach Sachen so total unbewusst oder ohne sich darüber Gedanken zu machen, dass wenn dieser Wunsch wirklich in Erfüllung geht, was das denn eigentlich für Konsequenzen auch mit sich trägt. Und du bezahlst für alles im Leben. Das ist wirklich so. Ich habe das ja nicht gemacht, dieses Gesetz, aber man kriegt in dem Sinne nicht wirklich etwas geschenkt, ja. Es ist halt dieses Ursache-Wirkung-Prinzip hier in dieser 3D-Ebene. Und insofern, wenn du dir etwas wünschst, dann wirst du dafür auch etwas geben müssen. Das ist einfach so. Ob du das dann bewusst tust oder das unbewusst dir entnommen wird in deinem Leben, das könnte auch so etwas hier sein, ja. Und hier geht es auch darum, wie gesagt, dass du halt irgendwie eine lange Zeit nicht wusstest, du hast da so rumjongliert, soll ich oder soll ich nicht? Oder jetzt, wenn es hier um eine Einladung in Sachen Liebe geht, dass hier wirklich nochmal dein Ex hier auf dich zukommt oder irgendjemand, der dir noch nie die Gefühle gestanden hat, dass hier vielleicht dein bester Freund erstmalig zu dir sagt, ich empfinde für dich mehr als eine platonische Freundschaft und dann wird für dich irgendwie wie so eine Welt zusammenbrechen, ne? Und du wirst so, das ist keine Desillusionierung, die du hier erlebst, aber es ist schon so ein kleiner Schockmoment, wo du dir denkst, so, hä, was soll ich denn jetzt damit anfangen? Aber du musst hier tatsächlich gar nicht wirklich aktiv werden. Das ist die allergeilste Nachricht, weil wir haben halt hier, wie gesagt, das Rad des Schicksals. Und das übernimmt für dich sozusagen hier diese Entscheidung. Vielleicht hast du auch hier mit der Schlange dich auch längere Zeit vor einer Entscheidung gedrückt oder vielleicht hast du hier auch längere Zeit etwas vor dich hergeschoben, dass du zum Beispiel schon Monate darüber nachdenkst, deinen Partner hier zu verlassen, weil es halt einfach in dieser Verbindung für dich nicht mehr stimmt oder hier auch darüber nachdenkst, deinen Arbeitsplatz zu ändern, ja, auch das kann hier gut der Fall sein. Und hier, wie gesagt, wird jetzt das Rad des Schicksals aktiv und es wird ja immer dann aktiv, wenn wir eben, wie gesagt, auf etwas hingearbeitet haben oder wenn sich eben schicksalshaft für uns etwas verändern soll oder aber auch wenn wir nicht in der Lage waren, eine Entscheidung für uns zu treffen und dann wird dir diese Entscheidung sozusagen abgenommen. Und es ist halt hier auch möglich, dass dir das auch jemand abnimmt. Nämlich ein Gegenüber, der hier auch sehr, sehr keck, sehr frech, sehr tough ist, der halt einfach so wirklich so richtig drauf scheißt, so, wenn ich das jetzt so sage, was andere über ihn denken. Und das ist halt einfach jemand, der seinen Impulsen und seinem Herzen folgt, ja. Und das ist dem Mensch auch egal, ob du sagst, ich nehme dich mit Handkuss zurück oder ich empfinde ebenfalls so für dich oder ob du sagst, nee, danke. Das wird mit uns nichts, ne? Dann weiß dieser Mensch aber, wohin er gehört. Also hier ist jemand sich sehr, sehr sicher auch darüber, wenn er hier auf dich zukommen wird. Und das sagt mir hier auch nochmal die 6 der Stäbe, dass hier jemand wirklich voll und ganz von seinem Erfolg auch
eingenommen ist. Also hier ist jemand, das ist eine schöne Energie, das ist keine protzische Ego-Energie, dass hier jemand sagt, ach, ich kriege eh alles, was ich will, sondern das ist eher so eine Energie, so ich wünsche mir das, ich will das und ich lasse keinen anderen Gedanken zu, außer dass sich dieser Mensch für mich entscheidet oder dass sich dieser Arbeitgeber für mich entscheidet. Vielleicht geht es hier auch für dich lieber wieder darum, dass du sagst, du willst auswandern, ja, das liegt dir durchaus auch, dass du hier auch ein Angebot aus dem Ausland bekommst und du bist halt echt hier extrem am struggeln, ob du das annehmen sollst oder nicht. Vielleicht hat es auch hier etwas damit zu tun, dass du halt auch mal aus deiner Komfortzone raustrittst, ja, weil auch hier, wir haben ja hier den Fuchs, der ja auch immer sehr, sehr vorsichtig ist und sich auch immer gerne da aufhält, in seinem Terrain, wo er sich eben auch gut auskennt, ja. Und alles, was Fremdland ist oder so, ist man halt ein bisschen skeptisch. Aber wenn du dich persönlich weiterentwickeln möchtest und wenn du so eine wundervolle Chance hier gereicht bekommst von einem Mensch, der es hier wirklich mit viel Emotionen wirklich gut mit dir meint oder eben auch ein Angebot, was hier auch wirklich ein Potenzial auch in sich trägt, um dich hier auch wirklich richtig voranzubringen im Leben, dann solltest du das unbedingt annehmen. Und auch hier wird es nochmal bis Ende Juni angezeigt, dass das auf jeden Fall auch ein Wachstum für dich bedeuten wird, wenn du dem eben so nachgehst oder dich darauf einlässt oder wenn du eben der Mensch bist, der das Ganze in Gang bringt. Auch das ist hier durchaus möglich. Und die Legung endet einfach mit dem Baum und mit 10 der Kelche. Ich finde, es ist übrigens die schönste 10 der Kelche-Karte, die es so gibt im Unterkartendecks. Also eine der. Und ja, es kann ja auch gut darum gehen, dass du eben auch hier wirklich die große Liebe in deinem Leben finden wirst jetzt im Juni. Das ist hier wirklich nicht ausgeschlossen mit diesen so krassen Karten. Nachdem du hier wirklich vielleicht auch eine lange Zeit an deiner Heilung gearbeitet hast oder dich eben auch eine lange Zeit auf andere Lebensbereiche konzentriert hattest, wie eben deine Arbeit. Und jetzt wirst du vom Leben auch in diesen anderen Lebensbereichen beschenkt, ja. Und es ist auch gut möglich, dass du vielleicht schon Kinder oder Tiere hast und dein Gegenüber ebenso und dass sich dann hier auch wie so eine Art Patchwork-Familie bildet. Vielleicht kennst du den Mensch auch schon seit einem Jahr oder das hat hier irgendwas mit einem Jahr zu tun. Also guck mal bitte, das könnte auch einfach der Hinweis darauf sein, dass das hier um eine Situation geht, die für dich im Jahr 2022 im Mai oder Juni eine wichtige Rolle gespielt hat. Also guck dir das nochmal an und da wirst du auch deine Erklärung finden, weil in den Kollektivlegungen kann ich da jetzt halt nicht noch weiter ins Detail gehen. Ich kann dir nur sagen übrigens, dass dein Gegenüber hier auch total nervös ist. Ja, also du machst diesen Mensch richtig nervös. Du machst den Mensch richtig fettig, ne? So wie ich das immer so schön sagen würde. Der ist fix und alle. Auch wenn es hier darum geht, dich dann vielleicht erstmalig wieder nach ein paar Wochen oder Monaten auf dem Date zu sehen, der Mensch ist total fertig mit seinen Nerven, bis der dort ankommt. Ja. Also wenn ich dir mal noch so einen Tipp von meiner Seite aus mitgeben darf, so als objektiver Betrachter dieser Situation, dann wirklich gibt dieser Moment, dieser Umstand oder auch diesen Menschen, weil für viele wird es halt wirklich ein Mensch sein, hier wirklich die Chance, ja, und nimm diese Keckheit an oder auch vielleicht ist hier lieber wieder deine Keckheit angesprochen, ja, dass du hier mal wieder in diesen frechen Modus wechseln sollte, der dir auch übrigens so gut steht, ja. Ich liebe es, wenn Widder so saufrech sind, ne? Ich finde es einfach toll. Ich habe den Widder übrigens auch in der Chart und ich kann das auch richtig nachvollziehen, was ich hier so liegen sehe, was sich hier eben auch so abspielt, ja. Also guck dir das bitte mal genauer an und wie gesagt, wenn das hier ein Mensch ist, der jetzt hier wieder auf dich zukommt, dann hat diese Person sich auch komplett verändert. Das ist niemand mehr, der mit Züchten befangen ist oder der vielleicht auch irgendwie Liebessucht hat und einfach ein Mensch ist, der vielleicht nicht gut alleine sein kann. Wenn das seine Thematik ist, dann hat er auch daran gearbeitet. Ja, also hier möchte jemand wirklich mit einer Liebesharmonie
hier mit dir wieder eine Verbindung oder überhaupt mal eine Verbindung eingehen, ja. Und hier ist auch jemand, wie gesagt, ganz überzeugt davon, dass du das auch gut finden wirst, ja. Also von daher, mach mal deine Tür hier auf und was auch immer hier sich für dich schon abgeschlossen hat oder vielleicht auch wirklich noch im Juni abschließen wird, sehe es nicht nur negativ, sondern sehe das Ganze auch positiv, weil es ist für dich auch ein neuer Anfang, ja. Und dieser neue Anfang, der sieht hier wirklich ganz, ganz wundervoll für dich aus. Es wird also auf jeden Fall besser, als du es dir vorstellen kannst, und es wird besser, als es zuvor in deinem Leben war. Lieber Witter, ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Legung weiterhelfen. Wenn das der Fall ist, dann gib mir gerne einen Daumen hoch und ansonsten abonniere auch gerne meinen Channel kostenlos. Ich würde mich auch freuen, wenn du meine Videos teilst, und ansonsten wünsche ich dir jetzt einen ganz tollen Juni. Lass es dir gut gehen und wir hören uns ganz bald wieder.